sichern liegen eine halbe Million. Die Hand zum letzten Gruß bereit, Sturm bricht los. Den Tod ins Angesicht schauen sie und weichen nicht. Zu sterben bereit, kämpfen sie Zeit an Zeit. Den Tod geweiht, Kameraden befreit. Kämpfen und sterben sind treu Zeit an Zeit. Kurz bevor sie sich auf den Feind stürzten. Diese jungen Panzersoldaten boten ein wunderbares Bild. In ihren kurzen, schwarzen, mit Silber verzierten Uniformröcken standen sie in der Panzerkuppel und wussten, dass sie dem Tode entgegenfuhren. Mehrere trugen stolz am Halse das Band mit dem großen, schwarz-silbernen Ritterkreuz. Glänzende Ziele für den Feind. Keiner dieser hervorragenden Kämpfer schien erregt oder auch nur bewegt. Sie rollten auf ihren Ketten durch den Schnee und durch das Gewirr der Rückzugsarmee. Keiner kam zurück, kein Panzer, kein Mann. Befehl war Befehl. Um eine Stunde Zeit zu gewinnen, die Stunde, die vielleicht noch Zehntausende von Soldaten des Reiches und Europas zu retten vermochte, starben die deutschen Panzersoldaten bis zum letzten Mann im Süden von Chandarovka am Morgen des 17. Februar 1944.